Gisela! Ja, ich hast du eigentlich Mode-Ikonen? Bitte? Ob du Mode-Ikonen hast? Ob du irgendjemanden hasse oder was? Ob es in deinem Leben jemanden gibt, nach dem du deinen Stil ausrichten? Nee, ja, das ist die Frage schon erledigt an der Stelle. Nach meinen Schweinehälften, das sieht man doch. Ich vermute, die Alme ist ein bisschen eine Müllhalde. Bitte? Wer hat das gesagt? Das war Cora. Ja. Cora. Ja, ich mag ganz gerne. Wie heißt sie denn noch? Wobei, ja. Die Katzenberger, die kann das schön. Ja, ja. Ja, ich finde, du trägst das auch echt so gut wie die Katzenberger. Ne? Ja, du kannst ich habe da auch Ähnlichkeit, finde ich. Ich mache jetzt auch eine Kneipe auf Mallorca. Oder ich kaufe Mallorca, ist auch ja. Ja, das kannst du ja machen schon. Ja. Ne, kaufe ich die Kneipe mit und schmeiß die raus. Die Katzenberger oder die Gäste da unten? Beides, die Gäste sind ja noch schlimmer. Ich muss gestehen, ich war ja noch nie auf Mallorca. Ja, ich bin irgendwann muss ich das mal antun. Also, da kannst du richtig schön saufen. Ja. Da gibt es auch viele antiköse Leute, habe ich schon gesehen. Richtig, später. Hör mal, Charlie, sind die 3 Minuten rum? Nein. Ich zahle auch. Wer ist denn so lieb? Emily, hast du denn Stilikonen und Mode-Ikonen? Da ich ja immer nichts trage, natürlich Madonna, natürlich. Die trägt ja auch nie was. Also testlich sie ist, sie trägt nie was. Apropos Madonna, wir haben ja Prominente gefragt, wir haben ja recherchiert. Wir haben ja Prominente recherchiert, die verdeckt und gar insgeheim adipös sind, aber nicht dazu stehen. Die schminken sich das weg, die saugen sich das ab. Wie sie es genau machen, weiß nicht. Viele von denen sehen gar nicht adipös aus, aber sie sind adipös. Und wir haben viele Posts. Wir haben viele von denen dann doch vor die Kamera bekommen können, allerdings natürlich anonymisiert. Wie zum Beispiel auch Madonna, kennt ja den Nachnamen keiner. Ohne Nachnamen kennt sie ja keiner, deswegen haben wir sie anonymisiert. Und ein paar davon sehen wir jetzt in einem kleinen Video. Mach ruhig weiter, ja. Mit Ablesediplom. Ja, hallo, also mein Name ist Harald Glöbler und ich bin hier irgendwie, also irgendwie bin ich hier in einer adipösen Klinik gelandet. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Aber ich bin entsetzt. Hallo Possums, my name is Name Edna. Ja, hi, hallo, hier ist Selina und hi, ja, ich bin hier in der Klinik voll cool, ey, und voll crazy, alles und voll verrückt und ja, ich bin auch mal adipös, also mein Lied ist adipös, also hier. Like you say, like. Ja, ich bin adipös. Hallo, ich bin die Verona und ich bin Adi, Dings. Ach, lacht schon. Guten Tag, mein Name ist Lotti Huber, ich bin tot und seit, ich würde sagen, mittlerweile 45 Jahren adipös, nennt man das ja Leute. Und als früher hat man fettleibig gesagt, würde ich sagen, wurde ich. Eigentlich darf ich gar keine wissen, aber ich bin gar nicht Adipositas, ne? Aber nach dem Ende von der Traumhochzeit muss ich gucken, wo ich bleibe. Und hier in der Klinik, da zahlt der Krankenkasse alles. Also komischerweise sagen die mit Patienten, ich wäre Adipositas. Also quasi bin ich denn, seit circa 2 Minuten bin ich adipös. Das ist unglaublich, eine Frechheit, eine furchtbare Frechheit. Ich meine, das ist mein Pralines. Pompös! Ich bin pompös und nicht adipös! Oh, well, it's a long time that people have been telling me that I am adipose. But oh, Possums, I do not remember a single day I have been not lucky with it. Ich
ich bin adipös seit 2010, da bin ich mit Stefan Raab gefahren, da haben wir ein Lied gemacht, hier nach Oslo sind wir gefahren, haben wir gewonnen, mit einem voll fetten Lied, das ist schon adipös, so fett ist das, so voll die fetten Beats und so, voll cool, da hab ich immer gemacht, so hier, like a fat light und so, ja, das war voll cool und ich bin voll adipös. Eigentlich schon so lange ich denken kann. Also, circa 2 Wochen. Also ich war hellauf begeistert, als ich erfahren habe, dass die Traumhochzeit wieder startet. Also habe ich sofort in mein Regal geguckt, die Jingles eingepackt, bin nach Köln gefahren in die Studios, um die Traumhochzeit zu moderieren. Aber da haben die nicht gesagt, ich hätte Hausverbot in die Studios. Bin ich gleich nach nebenan gegangen und habe gefragt, ob die mich dann nehmen wollten, denn die haben gerade Moderatoren gesucht für das Dschungelcamp. Aber dafür war ich wieder nicht adipös genug. Habe ich gefragt, ob die mich wenigstens als Promi für unten, für die Dschungel nehmen wollen. Da haben sie gesagt, Linda, das geht nicht, du weißt, dafür nehmen wir nur Z-Promis, nicht? Und ich bin nicht mal mehr das. Berufsleben? Ich arbeite nicht. Ich kriege mein Geld überall. Ich, London, Madrid, Paris, Hauptsache Italien. Ich bin überall mit. Überall, wenn man mich sieht. Das ist eine unglaublich schöne Person. Ich bin entsetzt. Ja, ich bin entsetzt, dass ich hier. Also, komischerweise machen die komischen Menschen von alle meine Kleider tragen. Die wollen alle meine Kleider. Also, ich bin bewusst einmal. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich bin Erfolg. Ich brauche keine Adiposität, um erfolgreich zu sein. Mit so einem Ersatz. I can say that my career has never been influenced by my adipositas, so, yeah, what can I say? Most times I'm sitting behind a desk and no one ever recognizes, so what problem should there be? Ja, also seitdem ich das voll fette adipöse Lied habe, also das Tolle hier, das Like a Satellite, das kommt immer am Radio mal rauf und runter. Ich bin seitdem bin ich voll fett im Geschäft, ey. Da hatte ich eigentlich nie Probleme, denn mich ist ja nicht doof, ne? Als ich mir damals für den Missfall beworben habe, da habe ich einfach bei meinem Gewicht gelogen. Außerdem trage ich nur Kleider mit Mustern, die nur so tun, als ob man schlanker ist, als wo man eigentlich sein tut. Und ich habe einen Schminkkurs besucht, wo ich gelernt habe, wie man durch Setzen von Schattierungen auf Fotos dünner wirken tut. Also Schätzchen, ich hatte mit meiner Adipositas oder Fettleibigkeit, wie ich gerne in Hochdeutsch sage, die waren Schwierigkeiten, also was den beruflichen Werdegang angeht. Ich war Tänzerin, ich bin Tänzerin mit Abitur, könnte man sagen. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, zumindest habe ich mir eine angeeignet. Und in diesem Beruf hat man die Schwierigkeiten mit Adipositas. Man muss nur die richtigen Kostüme haben, dann sieht man doch immer gut aus. Beim Tanzen war das etwas schwieriger, das konnte ich nicht mehr ganz so lange machen, das habe ich gemacht, bis ich so 82 war und dann, ja, dann hat mein Körper mir gesagt, hier ist Schluss, deine Adipositas hat gesiegt, bleib im Bett liegen, okay, das habe ich gemacht, ich habe mich gleich ganz hingelegt und weg war ich. Ich bin mit RTL verheiratet, ne? Ja. Aber leider geht das RTL mich fremd. Mit Nitro. Pada, ich bin alleine. Es geht nur um eine wichtige Person. Es geht nur um eine Person. Mich. Nur um mich. Ich bin Pralines, Pompös, Glamorous, Glöcklanös. Ich bin der Harald. Nennt mich einfach Harald. Oh, indeed, Possums. It is a fact that I have been married long, long times ago. And, yeah, my husband, he
forced me to make diet after diet, and what happened you can see right now, because after every failed diet, I gained so much pounds more that now I'm really adipositos. Also was ja niemand weiß und so, ne, ist, ich hab mit Stefan Raab und wir sind so, ne, wir sind voll fett und, ja, und seitdem Lied, wir verstehen es immer besser und wir sind, das ist voll toll jetzt, seitdem ich adipös bin. Ich kann nur jedem dazu raten, ja, adipös, ja, like a set life. Schätzchen, ich hatte immer Partner, die jedes Gramm meines Körpers liebten. Und je mehr ich davon hatte, umso mehr hatten sie zu lieben. Was soll man sonst dazu sagen? Also damals den Dieter, also der hat mein Problem gar nicht ernst genommen. Der wollte immer, dass ich für ihn koche. Und dann hätte ich ja auch wieder so viel essen müssen. Da habe ich mir geweigert. Und dann hat er mich eine runtergehauen. Das war ganz schlimm für mich. Aber den Franco, den unterstütze ich total. Nee, wieder zurück. Bitte nicht. Das sind Schicksalsschläge, das sind ja lachend, ich sage ganz, ganz traurig. Das sind arme Menschen, die können auch nichts dafür, aber Gott sei Dank sind sie ja anonym. Das muss man auch noch dazu sagen. Die kennt ja Gott sei keiner. Nee, kennt ja keiner, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dich also als Glückler, naja, also ich meine, Herrn Glückler dort zu sehen, natürlich.